story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Die Bibel besteht aus den Worten von Menschen und dem Wort Gottes. Sie hat viele menschliche Autoren und einen göttlichen Redakteur. Und die einen waren sich nicht immer der anderen bewusst. Tatsächlich glaube ich nicht, dass einer der Autoren wirklich wusste, dass er die Bibel schrieb oder dass der Heilige Geist das, was er schrieb, mit so vielen anderen zusammenfügen würde. Die meisten von ihnen reagierten auf eine unmittelbare Anfrage. Der kleine Brief des Paulus an Philemon zum Beispiel ist ein schöner kleiner Brief. Darin geht es um einen entlaufenen Sklaven, der den ganzen Weg von Philippi bis in die Metropole Rom gekommen war, sich dort mit Paulus anfreundete und Jesus Christus als Retter kennenlernte. Und Paulus sagte nun, ich muss dich zurückschicken und ich werde es mit einem Brief absichern. Ich kenne deinen Herrn Philemon. Und so schrieb Paulus diesen kleinen Brief. Lieber Philemon, wenn dein Sklave dir Geld entwendet hat, werde ich es dir persönlich zurückzahlen. Und er sagte, du wirst ihn jetzt nützlich finden. Ich frage mich, ob Ihnen die Bedeutung dieses Satzes klar ist, denn der Name des Sklaven war Onesimus, was nützlich bedeutet. Ich glaube, es war nur ein Spitzname, den ihm sein Herr gegeben hatte. Aber Paulus schreibt, er mag für dich nutzlos gewesen sein, aber jetzt wirst du ihn nützlich finden. Es ist ein sehr menschlicher kleiner Brief, doch er ist ein Bild für die Errettung. Jesus ist gekommen, um uns für Gott wieder nützlich zu machen, um uns zu unserem Herrn und Meister zurückzuschicken. Es ist ein kleines Bild dafür, worum es bei der Erlösung geht, Menschen quasi zu recyceln, sie wieder nützlich zu machen. Sehen Sie, es ist nur ein kleiner menschlicher Brief. Und die meisten Bücher der Bibel wurden aus einem sehr menschlichen Grund geschrieben. Doch sie wurden auch aus einem göttlichen Grund herausgegeben. Und deshalb können wir sie auf diesen beiden Ebenen studieren. Ich nenne sie die historische und die existenzielle Ebene. Die historische Ebene, warum wurde der Brief geschrieben? Was war der menschliche Grund dafür? Die existenzielle Ebene, warum steht er in unserer Bibel und warum will Gott, dass wir ihn kennen? Unter diesen beiden Aspekten wollen wir uns der Geschichte nähern. In diesem ersten Vortrag werden wir die Apostelgeschichte aus historischer Sicht betrachten. Und im zweiten Vortrag werden wir sie aus existenzieller Sicht anschauen und fragen, warum der göttliche Herausgeber sie für uns in die Bibel aufgenommen hat. Aber fragen wir zuerst, warum der menschliche Autor sie geschrieben hat. Was war der Grund dafür? Lukas ist der einzige nicht-jüdische Autor in der gesamten Bibel. Es gibt 40 verschiedene Autoren in der Bibel, 39 von ihnen waren Juden, hebräische Denker. Lukas hat natürlich den größten Teil seiner Inhalte von Hebräern übernommen, aber er war ein Nichtjude und wir müssen ein wenig über ihn wissen, um ein Gefühl für diesen Autor zu bekommen. Zunächst einmal war er Arzt. Das ist ziemlich wichtig, denn es offenbart Gottes Sinn für Humor. Die Medizin war ziemlich weit fortgeschritten. Sie werden alle von Hippokrates und dem Hippokratischen Eid gehört haben. Das war etwa 400 Jahre vor Christus. Und die Medizin war hochentwickelt. Sie hatten eine sorgfältige Ausbildung. Einige Ideen waren vielleicht etwas schräg. Sie glaubten, dass Gesundheit eine Frage des Gleichgewichts der vier Körpersäfte war. Schleim, Blut, schwarze Galle und gelbe Galle. Und wenn diese vier sich im Gleichgewicht befanden, war man ein gesunder Mensch. So haben sie gearbeitet. Das lehrte die Mediziner, aufmerksam und analytisch zu sein, in ihren Aufzeichnungen sorgfältig vorzugehen und in ihrer täglichen Praxis. Und all dies kommt im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte zum Ausdruck. Denn Lukas schrieb diese beiden Bücher aus demselben Grund, ja, für dieselbe Person, wie wir gleich sehen werden. Man liest eine sehr sorgfältige Beobachtung, sehr sorgfältige Aufzeichnungen, sehr genaue Aufzeichnungen, vielleicht genauer als von jedem anderen Autor in der Bibel. Lukas ist sehr darauf bedacht, die Dinge so niederzuschreiben, wie sie wirklich passiert sind. Immer wieder tauchen medizinische Begriffe auf, was beweist, dass er Arzt war. Man bekommt ständig medizinische Begriffe zu hören. Aber das Wichtigste ist, dass Gott mit seinem Sinn für Humor einen Arzt gebraucht hat, um uns die Jungfrauengeburt zu beschreiben. Ich finde das herrlich, dass wir dadurch alle Details von Maria erfahren. Sehen Sie, Matthäus gibt uns Josefs Blickwinkel auf Jesu Geburt wieder und tatsächlich Josefs Ahnenreihe. Es war sicherlich nicht die Ahnenreihe Jesu bei Matthäus. Nicht physisch, denn wenn es so gewesen wäre, hätte Jesus niemals König der Juden sein können, weil Jechonja darin vorkommt. Und Jechonja war verflucht.
Denn Gott sagte zu ihm, keiner deiner Söhne wird jemals auf dem Thron Davids sitzen. Das war die rechtliche Ahnenreihe Jesu bei Matthäus. Bei Lukas haben wir seinen physischen Stammbaum durch Maria. Denn Jesus war tatsächlich der Sohn Davids, rechtlich durch seinen Vater und physisch durch seine Mutter, also praktisch zweimal. Er war also doppelt berechtigt. Lukas hat also als Arzt mit Maria gesprochen. Und dadurch erfahren wir Marias Sicht der Geburt und die intimen Details. Darunter sind Details über die Beschneidung Jesu und Dinge wie, im Englischen, die Wickeltücher, die für sie und mich nur Windeln sind. Doch damals sprach man von Wickeltüchern. Diese kleinen Details stehen da. Sie sind die Art von Dingen, die einen Arzt interessieren würden. Und außerdem benutzte Gott diesen Arzt, um die Heilungswunder Jesu und der Urgemeinde zu bezeugen. Ist es nicht interessant, einen Arzt dazu zu bringen, das alles zu tun? Manche Ärzte sind ziemlich skeptisch, sogar christliche Ärzte sind skeptisch gegenüber Heilungswundern. Aber Gott wählte einen Arzt, um all diese Dinge aufzuzeichnen. Er war nicht einer der 12, er war Jesus nie persönlich begegnet, also musste er sich auf Augenzeugen verlassen. Aber Ärzte sind ziemlich gut darin, Dinge herauszufinden und Menschen zu befragen. Die zweite Besonderheit ist, dass er ein Nichtjude ist, der aus Antiochia stammt, dem Paris der antiken Welt. So wird es uns jedenfalls beschrieben. Es lag direkt am östlichen Ende des Mittelmeers, weit nördlich des gelobten Landes und war mit ziemlicher Sicherheit das ferne Land, in das der verlorene Sohn reiste. Dorthin gingen alle, um ihr Geld auszugeben und sich zu amüsieren. Die Stadt war als ziemlich unmoralisch bekannt. Und doch gab es dort die erste heidnische Gemeinde, die erste Versammlung christlicher Gläubiger, die ausschließlich aus Heiden bestand. Natürlich konnte man sie nicht als Juden bezeichnen, aber wie sollte man sie dann nennen? Und so wurde dort der Spitzname Christen erfunden. Aber wohlgemerkt, die Christen haben diesen Namen nicht für sich selbst verwendet. Und ich wünschte, wir könnten ihn fallen lassen, denn ich halte ihn für irreführend. Ich würde viel lieber Jünger oder Gläubige sagen, denn das sind die beiden Bezeichnungen, die sie in der Apostelgeschichte für sich selbst verwenden. Lukas berichtet jedoch verlässlich, dass sie zuerst in Antiochia, seiner Heimatstadt, als Christen bezeichnet wurden. Das Interesse des Lukas lässt sich so zusammenfassen. Er interessierte sich dafür, wie diese neue Religion bei den Juden begann und dann doch bei den Heiden endete. Es ist einzigartig, dass eine Religion auf diese Weise ethnische Grenzen überwinden kann. Die meisten Menschen wurden in ihre nationale Religion hineingeboren und blieben ihr treu. Aber hier sehen wir eine Religion, die von einem Volk zum anderen übergesprungen ist. Und darüber machte er sich Gedanken. Man könnte die Apostelgeschichte fast als eine Geschichte über zwei Städte bezeichnen. Oder wie sie die frohe Botschaft von Jerusalem nach Rom brachten. Denn es geht von der jüdischen Hauptstadt in die heidnische Hauptstadt. Das war sein Interesse und er hat getreu aufgezeichnet, wie das alles geschah. Drittens war er ein Reisender und zwar ein sehr erfahrener Reisender. Er hat also seine Praxis verlassen und es gibt zwei interessante Punkte bei seinen Reisen. Nummer eins, mit wem reiste er? Die Antwort ist, er reiste mit Paulus. Und von Zeit zu Zeit wechselt er in der Apostelgeschichte zur ersten Person Plural, wir. Wir stachen von dort in See. Und er sagt einfach auf seine Weise wie dieser walisische Komiker, wie heißt er noch? Ich war dabei, Max Boyce. Ich war dabei. Übrigens, wenn diese Videos in die Welt hinausgehen, können Sie immer sagen, ich war dabei. Wir haben den Beweis auf dieser Kamera hier. Er war also dabei. Er sagt nicht ausdrücklich, dass Lukas unterwegs war. Er sagt, wir waren unterwegs. Das ist seine zurückhaltende Art. Es ist interessant, dass alle Autoren des Neuen Testaments die Aufmerksamkeit von sich selbst ablenken. Wenn Sie etwas über Matthäus wissen wollen, müssen Sie Markus lesen. Als Matthäus Markus überarbeitete, strich er alle Informationen über sich selbst heraus. Ist es nicht interessant? Das Markus-Evangelium verdanken wir eigentlich Petrus. Und wir lesen all die schlechten Dinge über Petrus in Markus. Und er lenkt die Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst. Lukas macht dasselbe. Johannes tat dasselbe. Er spricht von dem Jünger, den Jesus liebte. Alle Autoren des Neuen Testaments lenken die Aufmerksamkeit auf Jesus immer wieder weg von sich selbst. Auch Lukas tut das. Er lenkt die Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst. Er reiste also mit Paulus. Und interessant dabei ist, immer wenn Paulus eine Seereise machen musste, war Lukas mit dabei. Ich habe dazu eine Theorie. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber Paulus hatte seine körperlichen Probleme.
Und Lukas reiste immer mit ihm, wenn er zur See fuhr. Nicht immer auf dem Landweg, aber auf jeder Schiffsreise. Ich weiß nicht, ob Ihnen das jemals aufgefallen ist. Auf jeder Schiffsreise wurde Paulus von diesem Arzt begleitet und betreut. Tatsächlich gehört eine Reisebeschreibung dieses Schiffsbruchs zu den besten literarischen Werken der antiken Welt. Es ist die anschaulichste Beschreibung dieses Sturms und des daraus resultierenden Schiffbruchs an der Küste von Malta. Lukas reiste also mit Paulus, vor allem auf seinen Schiffspassagen, von Troas nach Philippi, nach Jerusalem und von Caesarea nach Rom. Der Arzt Lukas begleitete ihn und kümmerte sich sicherlich auch um seine körperlichen Bedürfnisse. Doch das bedeutet Folgendes, dass Lukas, als Paulus verhaftet war, herumhing und nichts zu tun hatte. Das heißt, er war 2 Jahre in Jerusalem und 2 Jahre in Rom. Und ich glaube, dass er in diesen beiden Zeiträumen zuerst das Evangelium und dann Band 2, die Apostelgeschichte, schrieb. Das ist meine Theorie, aber sie passt. Denn in Jerusalem hatte er 2 Jahre Zeit, in denen er mit Maria sprechen konnte und mit vielen anderen, die noch da waren und alles aus erster Hand wussten. Und als er in Rom war, konnte er Paulus häufig fragen, was hast du gemacht, als ich an diesem und jenem Ort nicht mit dabei war? Ich glaube also, dass er die beiden Bände in diesen beiden Zeiträumen von 2 Jahren geschrieben hat. Ob ich damit richtig liege oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Außer für eine Sache, über die wir gleich noch reden werden. Nun, zweitens, wohin ist er gereist? Nicht nur mit wem, sondern wohin? Und ich habe bereits gesagt, dass er auf jede Schiffsreise mitging und dass er diese beiden Zeitabschnitte in Jerusalem und Rom verbrachte. Warum sollte er die beiden Zeiträume nutzen, um diese beiden Bände zu schreiben? Das ist die Frage. Wir werden sie gleich beantworten. Schauen wir uns nun das Nächste an, was wir über ihn wissen. Er war ein Schriftsteller, und zwar ein sehr geschickter. Wie bereits erwähnt, gilt der Bericht über den Schiffbruch als eines der Meisterwerke der Literatur in der Antike. Auch wenn er nicht in der Bibel stünde, wäre er immer noch ein Meisterwerk und würde als gute Literatur zitiert werden. Lukas war ein sehr fähiger Mann, hatte ein gutes Vokabular, einen ausgezeichneten Stil. Er konnte das Interesse aufrechterhalten und erhielt das Tempo hoch. Es ist das Tempo, das das Interesse der Menschen wachhält, das sie in Bewegung, die Handlung in Gang hält. Und einer von ihnen hat mir bereits gesagt, dass er es viel einfacher fand, die Apostelgeschichte zu lesen als Matthäus. Obwohl die Apostelgeschichte länger ist. Aber sie hält ihr Interesse wach. Sie ist geschickt geschrieben und lässt einen nicht mehr los. Lukas ist Schriftsteller und gleichzeitig Historiker. Und der Schlüssel als guter Historiker ist zu wissen, was man weglassen muss. Und er hat eine ganze Menge weggelassen. Er weiß, was er auswählen muss, er weiß genau, was er aufnehmen muss, was er sagen muss und was nicht. Und vor allem ist er ein Mann, der genau und sachlich recherchiert. Und ein guter Autor verbringt viel Zeit mit der Recherche, bevor er den Stift zu Papier bringt, damit er die Fakten zur Hand hat und weiß, was er sagen will. Schließlich ist Lukas ein Evangelist. Es steht außer Frage, dass es sein einziger Wunsch war, die Menschen zu retten. Errettung bzw. Heil ist ein Schlüsselwort in beiden Bänden. Es kommt immer wieder vor. Errettung oder Retten zieht sich durch den ganzen Band. Ich hoffe, Sie unterstreichen in Ihrer Bibel. Ich hoffe, Sie machen sie kaputt. Meine ist an dem Punkt angelangt, an dem ich eine neue kaufen muss, und ich hasse es. Es ist, als ob man zu Weihnachten ein neues Paar Hausschuhe bekommt und am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder die alten anzieht. Unterstreichen Sie Dinge farbig. Haben Sie keine Angst davor, Ihre Bibel vollzuschmieren, sondern färben Sie die Wörter ein, die herausstechen. Bei Lukas und in der Apostelgeschichte tauchen immer wieder die Worte Rettung und Erretten auf. Denn er will, dass die Menschen gerettet werden. Und als Heide hat er ein besonderes Interesse an allem Fleisch. Im Lukas-Evangelium zitiert er die Prophezeiung von Johannes dem Täufer und alles Fleisch. Also Jesaja, aber Johannes der Täufer zitiert sie. Alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Und man könnte sagen, das ist das Thema des Lukas-Evangeliums. Alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Und alles Fleisch schließt Samariter, Heiden, Frauen, Arme mit ein. Lukas richtet in seinem Evangelium das Heil wirklich an all diese verschiedenen Gruppen von Menschen. Das Thema der Apostelgeschichte ist, dass der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen wird. Auf Juden, Samariter, bis an die Enden der Erde. Insofern ist alles Fleisch sein Interesse. Hier ist die jüdische Religion, die laut Lukas für alle Menschen in der ganzen Welt bestimmt ist, und so sieht er Jesus in seinem Evangelium als den Retter der Welt. Doch in der Apostelgeschichte haben wir einen anderen Schwerpunkt. Lukas ist an der gesamten bewohnten Erde interessiert.
Und im Griechischen ist dieser Ausdruck ein einziges Wort, Oikumene, von dem wir das Wort Ökumene haben. Oikumene bedeutet die ganze bewohnte Welt, nicht die ganze Kirche, die ganze Welt. Und Lukas ist ökumenisch. Er will, dass das Heil in die ganze Welt kommt. Aber er weiß, dass er kein Prediger ist. Er ist ein Schriftsteller. Und deshalb ist seine Art, das Evangelium zu verbreiten, das Schreiben. Was ist nun ihr Weg? Gott hat ihnen einen Weg gegeben, auf dem sie es tun können. Ich kenne einige Künstler, die es nur mit Karikaturen tun. Das ist ihre Art zu evangelisieren. Du könntest feststellen, dass das vielleicht dein Weg ist. Er hat mich gezeichnet, während ich gesprochen habe. Finden Sie einen Weg zu kommunizieren. Finden Sie Ihren Weg. Und Lukas sagt, mein Weg ist das Schreiben. Und das hat er getan. Er war dabei auch der Arzt des großen Missionars. Was für ein Dienst. Jesus sagte, wenn du einem Propheten einen Becher kaltes Wasser gibst, bekommst du den Lohn eines Propheten. Das ist ein schönes Versprechen, nicht wahr? Wenn Sie einen Dienst unterstützen, erhalten Sie den gleichen Lohn wie dieser Dienst. Wir können also alle etwas tun, wir können alle eine große Belohnung bekommen. Lukas war nun der Leibarzt von Paulus, besonders als der von Seekrankheit geplagt war. Jetzt kommen wir zum Leser. Lassen Sie uns das Thema aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Bisher habe ich über den Autor gesprochen, jetzt aber geht es um den Leser. Und wie Sie bemerken, sage ich bewusst nicht die Leser. Lukas hat diese beiden Bände für einen einzigen Mann geschrieben. Das ist unglaublich. Sein Name ist Theophilus, was so viel heißt wie Herr Gottlieb. Aber wir nennen ihn kurz Theo. Wer war Theo? Und warum schrieb dieser Arzt so viel für einen einzigen Mann? Wohlgemerkt, eine Seele ist es wert, gerettet zu werden. Es ist jeder Anstrengung wert, einen Menschen zu gewinnen. Aber abgesehen davon ist das eine ganze Menge Arbeit. Ich glaube, er hat insgesamt 4 Jahre lang recherchiert, um diese beiden Bände zu schreiben. Und das alles für einen einzigen Mann? Nun, es scheint gelinde gesagt ein wenig fragwürdig zu sein, so viel Zeit und Energie in dieses Projekt hineinzustecken. Wer war also dieser Mann? Nun gibt es 2 Theorien und was ich Ihnen jetzt erzähle, ist Spekulation. Aber sie passt zu den Fakten. Manchmal können wir die Indizien anschauen und daraus etwas ableiten. Die erste Theorie besagt, dass Theophilus eine imaginäre Figur ist. Wir könnten also sagen, dass dieses Buch für den aufrichtigen Fragesteller geschrieben wurde. Lieber Herr aufrichtiger Fragesteller. Und Theophilus wäre dann ein erfundener Name, Herr Gottlieb, um jemanden zu bezeichnen, der sich für den Glauben interessiert, der Gott finden will, der nach Gott sucht. Und hier haben wir dann einen Bericht darüber, wie man das kann. Durch Jesus. Das ist eine schöne Theorie. Ich glaube aber nicht, dass sie zu allen Fakten passt. Ich glaube vielmehr, dass Theophilus ein Individuum war. Dass Herr Gottlieb wirklich existierte. Und wir müssen uns fragen, warum sollte Lukas 2 Bände für nur einen Mann schreiben? Es muss einen sehr guten Grund geben. Und hier bewegen wir uns jetzt im Bereich der Theorie und Spekulation, wie ich bereits zugegeben habe. Aber wie auch immer, war dieser Theophilus zum Beispiel ein Verleger? Denn dann würde er das alles so schnell wie möglich verbreiten. Oder war er womöglich ein Lehrer? Hat Lukas in ihm also einen sehr guten potenziellen Bekehrten gesehen, weil er ein guter Kommunikator war und es dann selbst weiter verbreiten konnte? Nun schon möglich. Aber es gibt eine Möglichkeit, die wirklich passt. Es handelt sich offensichtlich um einen Mann von einiger Bedeutung, der ein öffentliches Amt bekleidet. Denn er gibt ihm nicht nur einen Namen, sondern auch einen Titel. Er sagt, hochverehrter Herr Gottlieb. Und nur wenige Menschen in der Antike trugen diesen Titel. Und die Möglichkeit besteht, dass er Anwalt war. Vielleicht sogar Richter. Aber auf jeden Fall Anwalt. Und das würde diesen Titel rechtfertigen. Warum sollte Lukas nun einem Anwalt einen so ausführlichen Bericht geben? Zuerst über Jesus und dann über Paulus. Die Antwort ist, dass er der Anwalt ist, der Paulus bei seinem Prozess in Rom verteidigen wird. Und dieser Anwalt hat gesagt, Paulus, wenn ich dich verteidigen soll, will ich einen vollständigen Bericht. Ich will mehr über diesen Jesus wissen, dem du angeblich folgst und wie diese neue Religion entstanden ist. Ich möchte, dass du mir alles erzählst, was mir bei der Darstellung deines Falles hilft. Und ich möchte, dass du mir alles über dein eigenes Leben erzählst und darüber, wie du mit den römischen Behörden überall zurechtgekommen bist, was man dir früher vorgeworfen hat, worum es in deinen früheren Prozessen ging. Ich will alles wissen, was ich erfahren kann. Und ich glaube, der liebe Dr. Lukas sagte, Paulus, ich schreibe das für dich auf. Überlass das mir. Ich werde das recherchieren.
Als er in Jerusalem war, erforschte er das Leben und den Tod Jesu, und in Rom recherchierte und schrieb er alles über Paulus auf. Wenn das stimmt, würde es so vieles in diesen beiden Bänden erklären. Um es ganz einfach auszudrücken, es erklärt, warum die Römer in beiden Bänden dieser neuen Religion völlig wohlwollend gegenüberstehen. Es gibt keinen Römer, der Jesus oder Paulus kritisiert. Und tatsächlich gibt es bei ihren beiden Prozessen in Jerusalem, sowohl beim Prozess gegen Jesus als auch beim Prozess gegen Paulus, drei Aussagen, dass sie völlig unschuldig sind. Dreimal sagt Pilatus, dieser Mann ist unschuldig. Dreimal sagen die römischen Behörden, Paulus ist unschuldig. Wir könnten ihn freilassen, wenn er sich nicht an Rom gewandt hätte. Können Sie das nachvollziehen? In beiden Bänden heißt es also, dass der Ärger, den die Christen verursacht haben, nicht auf ihr Tun zurückzuführen ist, sondern darauf, dass die Juden ihn immer angezettelt haben, nicht die Römer. In den Augen der Römer waren sowohl Jesus als auch Paulus völlig unschuldig. Sehen Sie jetzt, wie dieser Bericht aufgebaut ist? Und das erklärt noch viel mehr. Zum Beispiel nennen wir die Apostelgeschichte die Apostelgeschichte, aber das stimmt gar nicht. Zwei Drittel der Apostelgeschichte handeln von Paulus. Und sobald Paulus bekehrt ist, verschwinden alle anderen von der Bildfläche. Und alles dreht sich nur noch um Paulus. Verstehen Sie? Petrus wird nur erwähnt, um zu Paulus hinzuführen. Sobald Paulus kommt, ist Petrus vergessen. Es geht darum, Paulus zu verteidigen und den römischen Behörden zu sagen, dass an dieser neuen Religion nichts Aufrührerisches oder Umstürzlerisches ist. Sie ist den Behörden immer wohlgesonnen. Paulus ist ein römischer Bürger. Jesus war nach römischem Recht unschuldig. Und nur auf jüdischen Druck hin wurde Jesus gekreuzigt. Und auch Paulus geriet nur aufgrund jüdischen Drucks in Schwierigkeiten, soweit es die Römer betrifft. Das Entscheidende ist, dass Paulus in Rom an einem Ort vor Gericht stand, an dem die Juden das Urteil nicht manipulieren konnten. In Jerusalem konnten sie das. Aber Paulus ist jetzt in Rom und die Juden können sich nicht in die Rechtsprechung einmischen. Bekommen Sie langsam ein Gefühl für die Sache? Wenn dies also der Bericht für Paulus' Anwalt ist, um ihn zu verteidigen, dann passt alles. Und ich sage Ihnen, was dann auch noch Sinn ergibt. Die Tatsache, dass die Apostelgeschichte so abrupt endet, ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sie plötzlich aufzuhören scheint, ohne Schluss? Sie endet mit Paulus, der auf seinen Prozess wartet. Das wirft eine weitere interessante Frage auf. War dieser Schriftsatz erfolgreich? Hat der Anwalt Paulus frei bekommen? Und die Antwort lautet, alle Indizien deuten darauf hin, dass es ihm gelang, dass Paulus nach diesem ersten Prozess freigelassen wurde. Die Briefe, die er später an Timotheus und Titus schrieb, enthalten Details, die nicht in sein Leben vor diesem Prozess passen. Sie deuten eindeutig darauf hin, dass er erst freikam und dann später erneut verhaftet, für schuldig befunden und enthauptet wurde. Es gibt sogar handfeste Überlieferungen, dass er Spanien erreichte, was auch sein Ziel war. Er wollte Spanien erreichen und dort Gemeinden gründen. Und einige der alten Kirchen in Spanien behaupten, dass Paulus ihr Gründer war. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen, aber die Überlieferungen deuten darauf hin, dass Paulus bei seinem ersten Prozess freigelassen, dann aber erneut verhaftet und später enthauptet wurde. Es sieht also so aus, als wäre die Arbeit des Lukas nicht umsonst gewesen. Nach alledem, wenn Lukas den Bericht in erster Linie geschrieben hat, um das Leben des Paulus zu retten, um diesen großen Missionar, diesen Apostel, für weitere Aufgaben zu bewahren, dann ist ihm das gelungen. Wir sollten Gott dankbar sein, dass Lukas diese ganzen Nachforschungen überhaupt betrieben hat und diesen Schriftsatz verfasst hat. Denn sonst hätten wir keinen Bericht über die Urgemeinde, der eine wichtige Lücke zwischen den Evangelien und den Briefen schließt und für das Verständnis des gesamten Neuen Testaments unerlässlich ist. So sieht es also aus. Die Tatsache, dass Paulus in der Apostelgeschichte dreimal von seinem Glauben Zeugnis ablegt, das müssen Sie doch bemerkt haben. Gleichzeitig legt keiner der anderen Apostel sein Zeugnis ab. Warum ist also das Zeugnis des Paulus so wunderbar oder so wichtig? Nun, weil es Paulus ist, der vor Gericht steht. Und es ist wichtig, dass man hört, was er bei jedem seiner früheren Prozesse gesagt hat, damit das alles als Beweis für ihn und nicht gegen ihn verwendet werden kann. Ich überlasse Ihnen diese Spekulationen. Aber mir erscheint, dass die beiden Bände perfekt die Fragen eines Anwalts beantworten, der wissen wollte,
Wer hat diese neue Religion ins Leben gerufen? Wie ist Paulus dazu gekommen, daran beteiligt zu sein? Und wie haben die römischen Behörden anderswo darauf reagiert? Das sind genau die Fragen, die ein Jurist in einem Schriftsatz beantwortet haben möchte. Meine Frau und ich haben Menschen vor Gericht begleitet. Wir haben in den Kanzleien der Anwälte gesessen und das sind genau die Fragen, die sie beantwortet haben wollen. Und wir sehen sie auch genau hier. Ob das nun der Wahrheit entspricht oder nicht, auf jeden Fall muss Lukas ein größeres Publikum im Sinn gehabt und gehofft haben, dass das, was er recherchierte, ein breiteres Publikum erreichen würde. Und das hat es ja auch. Sogar die Gerichtsverhandlung sollte öffentlich stattfinden, sodass die Öffentlichkeit all diese Fakten erfahren würde. Die Apostelgeschichte wurde vor Gericht vorgetragen und schon damals gab es auch journalistische Berichterstattung über Prozesse, sodass Dr. Lukas sicher auch hier hoffte, dass die Journalisten etwas davon aufschreiben und veröffentlichen würden und Schlagzeilen über diese neue Religion erscheinen würden. Vor allem aber fand der Prozess in der Hauptstadt der heidnischen Welt statt. Was in Rom geschah, verbreitete sich überall, sodass dies ein Schlüsselprozess war. Das Christentum stand in Rom zum ersten Mal vor Gericht. Nicht Paulus, sondern das Christentum. Es handelte sich also um einen wichtigen Fall und Gott sei Dank gab es diesen Arzt, der sagte, ich werde den Anwalt einweisen. Ich werde ihm alles sagen, was ich herausfinden kann. Ich werde alle Daten richtig angeben, ich werde alle Titel richtig angeben, ich werde alles absolut richtig machen. Also sagt er, Theophilus, viele haben über diese Dinge geschrieben, aber ich wollte es genau festhalten. Ich wollte, dass du die Wahrheit erfährst, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und hier ist sie, o Theophilus. Nun gut, lassen Sie uns die Sache jetzt von einem historischen Standpunkt aus betrachten. Man könnte seine beiden Bände als die Geschichte des Christentums Teil 1 und 2 bezeichnen. Und so werde ich sie jetzt auch behandeln. Eine hervorragend geschriebene Geschichte, die einen Zeitraum von 33 Jahren abdeckt. Vom Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu bis zu Paulus Inhaftierung oder Hausarrest in Rom. Sie ist voller Fakten, aber auch voller Gefühle. Dieser Arzt kann gut mit Menschen umgehen und seine Art zu reden ist einfühlsam. Er ist Menschen gegenüber sensibel. Ich bin mir sicher, dass er so die Details von Maria erfahren hat, die sehr diskret war und all diese Dinge bis dahin nur in ihrem Herzen trug. Aber dann im Gespräch mit einem Hausarzt konnte sie sie offenbaren und sagen, so ist es geschehen. Die Struktur des Buches ist ein wichtiger Hinweis und wenn wir einmal entschieden haben, warum ein Buch geschrieben wurde, ist die nächste Frage, die man normalerweise stellt, die nach der Struktur des Buches, dem Skelett, dem Gerüst. Wie baut er es auf? Wie versucht er es mit Haut und Fleisch zu überziehen? Und was sind die Knochen? Hier gibt es drei verschiedene Theorien und Sie können sich eine aussuchen. Die einfachste Theorie besagt, dass die Apostelgeschichte in zwei Abschnitte gegliedert ist, wobei Petrus und Paulus die Helden sind und die beiden wichtigsten Figuren in der Geschichte der Urgemeinde darstellen. Petrus, der Judenapostel, und Paulus, der Heidenapostel. In der Tat ist das eine gute Einteilung. Und es gibt eine bemerkenswerte Parallele zwischen dem, was Lukas über Petrus berichtet und dem, was er über Paulus schreibt. Es ist fast so, als würde Lukas sagen, ich werde über beide genau das Gleiche berichten. Denn die größte Gefahr in der Urgemeinde bestand darin, dass sich zwei Konfessionen entwickeln würden. Eine jüdische und eine heidnische Kirche. Sowohl Paulus als auch Petrus waren besorgt, dass dies passieren könnte, und Lukas scheint diese Besorgnis geteilt zu haben. Daher sagt er, ich werde Petrus und Paulus nicht gegeneinander ausspielen, denn sie sind beide absolut gleichwertig. Hier sind einige ihrer Gemeinsamkeiten. Beide taten Wunder. Beide sahen Visionen. Beide litten für ihren Glauben. Beide hielten lange Reden. Beide waren vom Geist erfüllt. Beide predigten mit Kühnheit. Beide predigten den Heiden und den Juden, wobei Petrus in erster Linie den Juden und Paulus in erster Linie den Heiden predigte. Sie wurden beide gefangen genommen und auf wundersame Weise wieder befreit. Beide heilten Kranke. Sie machten beide einen von Geburt an Verkrüppelten gesund. Sie trieben Dämonen aus. Sie nutzten beide außergewöhnliche Heilmittel, Petrus seinen Schatten und Paulus Schweißtücher. Sie weckten beide Tote auf und verurteilten Irrlehrer. Und sie lehnten es beide ab, angebetet zu werden. Ich könnte so weitermachen. Wenn man sie miteinander vergleicht, stellt man fest, dass Lukas genau die gleichen Dinge gegen die Verehrung des Petrus und gegen die des Paulus vorbringt. So als ob er sagen würde, dass es zwischen ihnen nichts zu wählen gibt. Also folgt weder dem einen noch dem anderen. Spielt sie nicht gegeneinander aus.
Und natürlich sind sie beide in Rom gestorben, Petrus und Paulus. Die beiden größten Persönlichkeiten der Urgemeinde. Die Apostelgeschichte? Wo sind die anderen Apostel? Es gibt nur zwei von ihnen. Es ist die Apostelgeschichte von Petrus und Paulus. Und die Gefahr von zwei Konfessionen in der Urgemeinde ist das verbindende Element in der Apostelgeschichte. Das verbindende Element zwischen Petrus und Paulus. Sie sagt, es gibt keine Wahl zwischen den beiden. Sie haben beide genau die gleichen Dinge für verschiedene Menschengruppen getan. Das ist nun eine Möglichkeit, sich der Apostelgeschichte zu nähern, sie in zwei Abschnitte zu unterteilen. Die ersten 12 Kapitel behandeln Petrus, der zweite Abschnitt behandelt Paulus. Und Sie werden feststellen, dass Paulus mehr Raum gegeben wird. Dies ist die eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Apostelgeschichte geografisch in drei Teile zu unterteilen. Die erste Variante ist also die Aufteilung in zwei Personen. Die zweite Möglichkeit ist die geografische Aufteilung in drei Gebiete. Denn gleich zu Beginn der Apostelgeschichte steht die Aussage, ihr sollt meine Zeugen sein, angefangen in Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an die äußersten Enden der Erde. Und es ist fast so, als würde Lukas dieser Aufzählung folgen, wenn er seine Themen entwickelt. Das Buch ist sehr schön aufgebaut. Es beginnt also in Jerusalem, Kapitel 1 bis 7. Kapitel 8 bis 10 führen uns weiter nach Judäa und Samaria. Und dann weitet sich die Geschichte von dort nach Europa und an die Enden der Erde aus. Das ist also auch eine mögliche Struktur. Doch ich möchte das Ganze ein wenig ausführlicher darstellen. Ich habe hier einige Verse angeführt und wenn ich sie Ihnen vorlese, werden Sie, glaube ich, etwas erkennen. Ich will versuchen, sie schnell durchzugehen. In Apostelgeschichte 6,7 steht, so breitete sich das Wort Gottes aus, die Zahl der Jünger in Jerusalem wuchs schnell und eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. In Kapitel 9, Vers 31 steht, dann erlebte die Gemeinde in Judäa, Galiläa und Samarien eine Zeit des Friedens. Sie wurden durch den Heiligen Geist gestärkt und ermutigt. Ihre Zahl wuchs und sie lebten in der Furcht des Herrn. In Kapitel 12, 24 heißt es, aber das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Kapitel 16, Vers 5 lautet wie folgt. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen täglich an Zahl zu. Und in Vers 20 von Kapitel 19 heißt es, auf diese Weise wurde das Wort des Herrn weit verbreitet und gewann an Kraft. Ist Ihnen die Ähnlichkeit zwischen diesen Aussagen aufgefallen? In jedem steht, und die Gemeinde wuchs. Und die Gemeinde wuchs. Und die Gemeinde wuchs. Es gibt insgesamt 5 dieser Aussagen in der Apostelgeschichte. Es ist, als würde dieser Satz das Ende eines Abschnitts markieren. Können Sie mir folgen? Er erzählt uns eine Menge Dinge, die passiert sind, und dann fasst er zusammen, so wuchs die Gemeinde und breitete sich aus. Dann weitere Informationen, die Gemeinde wuchs und breitete sich aus. Mehr Informationen und wieder die Kirche wuchs und breitete sich aus. Das ist sein eigentliches Thema, das Wachstum und die Verbreitung dieser neuen Religion im Römischen Reich. Und wenn man sich anschaut, was vor jeder dieser Zusammenfassungen gesagt wird, dann findet man eine sehr klare Ausbreitungswelle. Und jeder Abschnitt zeigt eine größere Welle, die zu dieser Bewegung gehört. Ich glaube, das ist seine Grundstruktur. So denkt er. Es ist, als ob ein Stein in einen Teich geworfen wurde, was den Tod und die Auferstehung Jesus symbolisiert. Und nun breitet sich das wellenförmig aus. Und am Ende jeder Welle fasst er einfach zusammen. So wuchs die Gemeinde und breitete sich aus. Dann erzählt er uns von einer weiteren Welle. Die Kirche wuchs und breitete sich aus. Das ist ein sehr klarer historischer Ansatz. Und ich finde, er erschließt uns die Apostelgeschichte sehr gut. Das erklärt auch die Auswahl der Ereignisse. Es ist offensichtlich, dass er uns nicht alles erzählt hat. Die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, wenn man alles, was die Urgemeinde getan und gesagt hat, aufgeschrieben hätte. Warum wählt er also genau diese Dinge aus? Er wählt die Schlüsselereignisse aus, die die nächste Welle erzeugen. Und jedes Mal hebt er etwas hervor, was das Evangelium plötzlich weiterverbreitet. Verstehen Sie? Was war nun das erste große Ereignis, das zur Ausbreitung des Evangeliums führte? Der Pfingsttag.
an dem alle Nationalitäten zum Fest versammelt sind und der Stein ins Wasser geworfen wird. Der Heilige Geist kommt auf 120 Menschen. Übrigens im Tempel, nicht im Obergemach, denn sie haben sich nicht wegbewegt. Sie stürmten nicht hinaus und predigten, sie blieben einfach sitzen, wo sie waren. 11 von ihnen standen mit Petrus auf. Das war alles. Sie bewegten sich nicht weg. Es geschah im Tempel, dem Haus Gottes. Und sie waren dort zum Morgengebet um 9 Uhr versammelt, in der Halle Salomos. Wenn Sie die genaue Stelle sehen wollen, sie befindet sich dort, wo heute die Al-Aqsa-Moschee am südlichen Ende des Tempelbereichs steht. Die Al-Aqsa-Moschee markiert quasi Salomos Vorhalle, wo sich die Christen zum Gebet trafen. Um 9 Uhr morgens im Haus Gottes wehte der Wind und das war der Stein, der in den Teich fiel. Er wird die Enden der Erde erreichen. Dort waren Menschen aus Rom und Kyrene und Libyen und aus der ganzen Welt. Und als sie es hörten, sagten sie, die Jünger seien betrunken. Petrus bewies dabei als Prediger ein meisterhaftes Gespür, indem er aufstand und sagte, wir sind nicht betrunken, die Kneipen haben noch nicht geöffnet. Es ist erst 9 Uhr morgens, um diese Zeit wird man nicht betrunken. Doch verstehen Sie, die Bedeutung all der verschiedenen Sprachen war die Umkehrung des Turmbaus zu Babel. Gott gab all diese Sprachen in Babel, um die Menschen zu verwirren. Jetzt gibt er alle Sprachen, um sie zusammenzuführen und Babel umzukehren. Jemand sagte mir einmal, dass im Alten Testament keine Sprachen erwähnt werden. Natürlich werden sie erwähnt. Babel war das erste Mal, dass Gott verschiedene Sprachen gab. Aber zu einem ganz anderen Zweck. Damals war es Gericht, jetzt ist es Gnade. Das war also der erste Stein im Teich, das erste Ereignis, das die Wellen verursachte. Interessanterweise war die Beschwerde der Witwen darüber, dass sie keinen gerechten Anteil am Essen erhielten, ein Schlüsselereignis für die Ausbreitung der Gemeinde. Heute würde die Kirche ein Komitee von Frauen für das Catering ernennen, doch die Urgemeinde war viel vernünftiger. Sie ernannte 7 Männer, um an den Tischen zu bedienen. Und wissen Sie, warum sie das taten? Weil es Witwen waren, die keinen Mann hatten. Und sie brauchten Männer, die sich um sie kümmerten. Sie ernannten also 7 Männer, und aus diesen 7 Männern ging Stephanus hervor. Die meisten berühmten Geistlichen beginnen als Diener. Paulus begann als Diakon und kümmerte sich mit Barnabas um die Finanzen. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Wahl der ersten 7 Männer, um an den Tischen zu bedienen, ein unbedeutendes Ereignis zu sein schien. Doch für Lukas war es absolut bedeutsam. Es führte zum Märtyrertod des Stephanus, der die Zerstreuung der Christen bewirkte, was eine Katastrophe zu sein schien, doch in Wirklichkeit nur eine weitere Welle auslöste. Alles begann mit der Ernennung eines Mannes, der sich um den Küchendienst kümmerte. Sehen Sie? Lukas hat nur die Dinge ausgewählt, die zu diesen größeren Wellen geführt haben. Ich finde das sehr spannend. Die Bekehrung der Samariter. Das war sehr wichtig. Als Philippus, einer der 7 Diakone, nach Samaria ging, brach eine Erweckung aus. Ein entscheidendes Ereignis. Das Evangelium ergriff die Samariter und Petrus und Johannes kamen zu ihnen, um zu beten, dass die Samariter im Heiligen Geist getauft wurden. Ich finde es unglaublich. Als Petrus und Johannes das letzte Mal dort waren, wollten sie beten, dass Gott Feuer vom Himmel schickte, um sie alle zu verbrennen. Jetzt beten sie aus einem anderen Grund um Feuer vom Himmel. Das zeigt, was für eine Veränderung in ihren Herzen stattgefunden hat. Ganz entscheidend. Und dieser äthiopische Eunuch, was ist an ihm so wichtig? Er sollte das Evangelium nach Afrika bringen, der erste Afrikaner. Sehen Sie? Das sind nicht nur zufällige Bekehrungsgeschichten, es sind wichtige Ereignisse, die damals unbedeutend erschienen, aber im Nachhinein betrachtet eine weitere Welle auslösten. Lukas ist also sehr sorgfältig. Er erzählt uns nicht von jeder Bekehrung in der Urgemeinde, es waren Hunderte, Tausende. Aber er wählt diejenigen aus, die im Hinblick auf ihre Auswirkungen so außergewöhnlich waren. Und dann war da noch die Tatsache, dass Petrus im Haus des Cornelius nicht koschere Nahrung essen musste. Das gefiel ihm überhaupt nicht. Doch es war von großer Bedeutung. Und das Konzil in Jerusalem trat in Apostelgeschichte 15 zusammen, um zu entscheiden, ob Heiden Juden werden mussten, bevor sie Jesus folgen konnten. Und das Konzil sagte nein, weshalb man kein Jude werden musste, um Jesus nachzufolgen. Heute wird genau die gegenteilige Frage gestellt. Müssen Juden Heiden werden, um Jesus zu folgen? Die Antwort lautet ebenfalls nein.
Juden dürfen Juden bleiben und Jesus nachfolgen, ebenso wie Nicht-Juden in ihrem Stand bleiben und Jesus folgen dürfen. Die Apostelgeschichte endet damit, dass Paulus sagt, ich werde zu den Heiden gehen. Wenn die Juden das Evangelium nicht wollen? Er ging immer zuerst zu den Juden, aber wenn sie es nicht wollten, sagte er, na gut, dann gehe ich eben zu den Heiden. So ist die gute Nachricht zu uns gekommen, denn wir sind die Nicht-Juden, die an Jesus glauben. Damit beenden wir diesen Vortrag.